So, da sind wir wieder in unserem Traumhäuschen. Eigentlich relativ bereit, das Traumhaus wieder zu verlassen und mal in dieses Dorf hier zu gehen, um zu gucken, ob wir dort noch lebenswichtige Ressourcen herbekommen. Trinken, Essen, vielleicht Waffen, vielleicht ein Auto, wer weiß. Bleib mal stehen vor mir. Ups, ach, verdammt. Sorry, ich wollte dich eigentlich irgendwie anklicken, damit wir Freunde werden können. Stattdessen habe ich dich gehauen. Wir sind eine Gruppe und verbündet. Jetzt können wir uns keinen Schaden mehr machen. Jetzt können wir echt draufknüppeln einfach, ohne Rücksicht auf Verluste. Gehst du runter und guckst, ob der Zombie reingekommen ist? Ja klar. Gehen wir jetzt ins Dorf. Ja. Juhu. Bist du zum Händler oder wieder in dieses Dorf? Und du wolltest auf ins Dorf. Guck mal, ist das ein Krankenhaus da hinten? Das wäre ja Bombe. Das große blaue Gebäude. Das ist ein Krankenhaus. Wo weg bist du denn? Könnte ein recht schweres Gebäude sein. Uiuiui. Es hat 5 Tote. Ganz viele Zombies sind da. Ja, Das ist das Problem ist, die rennen. Es ist Nacht. Die können nachts rennen. Scheiße, da ist eine Katze oder ein Hund auf der Straße. Oh, ich habe keine Energie mehr zum Angreifen. Stirb! Oh, wir kriegen geteilte Spielerebene. Cool. Ich lasse mal mit einem kleineren Haus anfangen oder so. Das Haus hier hat gar kein Symbol. Aber ich höre Zombies. Und es ist dunkel. Toll, ich habe Hier ist ein nur bisschen eine Licht. Fackel. Gut, dann bleibe ich jetzt hier im Licht. Ich kann meine Sachen nicht holen. Warum? Weil da die Zombies sind, wenn ich nicht hinkomme, das sind zu viele. Ich glaube, meiner ist auch weg. Ich lock die jetzt raus. Dann drehe ich unten eine Runde. Ah. Und dann gehe ich alleine da hoch. Oh. Sind die Treppe gerade runtergefallen? Idioten. Ja, raus mit euch da. Sollte jetzt gleich auch wieder Tag werden. Ah, dann sind die ein bisschen langsamer. Und ich bin schon wieder tot. So, jetzt müsste hier aber schon weniger los sein. Alles nehmen. Zack, Waffe ausgerüstet. Gut, jetzt bin ich nicht alleine hier. Oh, die sind alle wieder mit nach oben gekommen. Nein, jetzt geht das gleiche von vorne los. So, ich bin jetzt in dem Raum. Mein Rucksack habe ich wieder. Ich habe die Zombies ausgeschlossen, aber ich weiß nicht für wie lange. Nicht für sehr lange. Aber da kommen sie schon wieder. Ich hau jetzt ab. Das Haus war nicht die beste Wahl. Wo soll ich hin? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Du? Ja. Das sieht sehr witzig aus. Das sieht auch cool aus. Die Wir können auch laufen. erst zu dem Wegpunkt gehen. Ja. Jetzt sind wir eh schon fast durch hier. Durch die Stadt, meine ich, durchgelaufen. Ein Huhn! Oh, ich hab keinen. Mein Gegenstand ist kaputt. Ich bin auch gleich kaputt. Nein. Meine Keule wieder. Das ist ganz schön weit, 1,4 Kilometer. Das ist echt hier. Ich plündere zwischendurch Rucksäcke, die ich sehe. Ein Werkzeuggeschäft. Aber wir können uns ja nicht mehr. Wir können nicht. Wir können knüppeln jetzt. Knüppeln. Was ist das zu? Nee, die ist offen. Oh. Oh, hier ist irgendwas. Ja, der Mitarbeiter des Monats ist noch hier. Macht unbezahlte Überstunden. Das ist ein Überfall. Das ist ein Überfall. Aua. Was denn? Ich hab die nicht hier. Ich blute gerade. Ih, man kann die Toiletten durchsuchen. Was soll da schon drin sein? Papier. Dreckwasser. Ja. Wovon kommt dieses Knochen? Bist du festens am Leben? Nein. Jimmy! Jimmy!
Oh nein, nein! Oh Gott. Oh, hier ist ja ein Zombie. Ja. Mehrere. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Shit, ich bin fast tot. Ja, hilf mir. Ich bin tot. Verdammt. Ich schaff das wahrscheinlich auch nicht. Okay, egal. Ah, ja, schwierig. Nein, nee, das schaffst du. Nimmst du den falschen Rucksack? Ja, ich geb mein Bestes. Toll, da kommen jetzt von außen halt viele Zombies wieder. Mein Rucksack ist der blaue. Und irgendwo kommt jetzt gerade noch ein Zombie rein. Ja, die waren ja auch hier gerade eigentlich. Ich geh jetzt in die Hinterzimmer. In die Hinterkammer. Hier kommt gerade einer. Achtung, hinter dir. Ja. Schnell für die Warne. Und auf den Arsch mit der Keule. Eine Arschkeule. Wie die da hingucken. Was für diese Kampfmusik? Oh, hier. Wir versuchen alle hier durchzukommen. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Schatz, hier ist ein Hinterausgang. Ja, aber lass sie doch töten. Wo bist du? Okay, ich gehe lieber vorne raus wieder. Die sind zu viele. Wir kriegen unsere Rucksäcke dann nicht mehr wieder. Von hier? Oh Gott. Ja, komm, lass uns gehen. Okay, gehen wir. Das sind echt zu viele. Abgang, wir haben schon echt viel geholt. Mein Inventar ist wieder voll überladen. Also volle Kanne. Komm, ich laufe nochmal zurück. Du kannst ja schon mal vorgehen und ich komme dann nach. Ich habe halt auch schon einiges einstecken. Ich bring's auf jeden Fall gerne nochmal zurück. Da ist doch schon unser Traumhaus. Wie halt glaubst du, wird die erste Welle? Da wird schon einiges kommen. Ja, glaubst du? Ja, glaube ich. Was buddelst du? Jetzt eine Schaufel. Um? Um auszuprobieren, wie eine Schaufel funktioniert. Ach so. Zum Graben wäre, glaube ich, schon ganz cool. So, mein Wasser ist gleich fertig. Dann könnten wir überlegen, was wir als nächstes tun wollen. Was möchtest du als nächstes tun, Schatz? Ja, zu dieser Aufgabe endlich mal laufen. Das wird endlich cool. Machen. Ja. Die ist halt arschweit weg, aber ja, natürlich, können wir machen. Vielleicht sollten wir mal anfangen, so langsam unser Ding hier zu schützen. Ja, und was davon wollen wir machen? Endlich erstmal das Ding schützen und dann zum Schluss nochmal. Erstmal Barrikaden bauen. Ja. Dann würde ich damit anfangen, das Haus einmal mit Stachelfallen zu umzingeln. Die kosten einfach 20 Holz pro Stück. Boah. Ich brauche so viel Holz ab. Da braucht man richtig viel. Und die sind winzig. Ich hatte die Größe in Erinnerung. Shit. Ich weiß nicht, wie viele Schippen ich dafür brauche. Ich werde auch einige Äxte brauchen. Verletzen uns da drin auch nicht. Doch. Au! Oh, ich bin tot. Du verletzt dich so richtig hart da dran. Wenn ich hier einmal umrundet bin, helfe ich dir beim Graben. Pass auf, dass du dich zu nah rechts an die Spieße rankommst, ne? Ich glaube, wir haben rundherum Barrikaden. Also pass auf, wenn du angerannt kommst. Ja. Ah, da ist ein Zombie, bitte lass mich in Ruhe, Zombie. Okay, die ist durch. Oh nein, die ist gestorben von den Barrikaden. Nicht ganz. Fette. Ja. Aber die ist nicht, die ist mit Absicht nicht durch den Graben, hast du es gesehen? Die ist außenrum, ja. Die lebt ja noch, was ist los bei der? Ja, die Barrikaden sind eh so Sachen, die wir erneuern müssen. Die Fallen bleiben ja nicht, die werden wohl. Ah! Die werden spätestens kaputt gehen, wenn die Zombies. Ein Bär, nicht im Ernst. What? Ich bin von einem Bär gejagt. Okay. Der läuft ja immer noch hinterher, oder? Nee, der chillt da hinten.
Was ist das? Was? Da. Oh, der ist ja riesig. Ja. Der hat Wunden, das ist kein normaler. Oh Gott, stimmt, das ist ein Zombiebär. Ja, er rennt hinterher. Oh, voller Perle, der ist sehr schnell. Immer noch. Ich lock ihn weg von hier. Das Haus ist jetzt einmal umrundet mit Stacheln. Scheint doch mehr oder weniger zu funktionieren. Dann noch den Graben ausbauen. Komplett. Außer wahrscheinlich hier vorne an der Straße. Ich weiß nicht, ob man durch den Asphalt einfach graben kann. Und dann stabil. Kann Tag 7, Nacht 7 kommen. Ja. Vielleicht, wenn wir das vorher fertig schaffen, nutzen wir noch mal ein bisschen Zeit, um vielleicht doch diese 2 Kilometer zu laufen. Und zu gucken, was es da vorne bei dem Händler gibt. Na, das ist echt ein Projekt. Du hast echt schon weit gegraben. Wir müssen hier einen Übergang für uns bauen, zumindest damit wir rüberkommen, während noch nicht die 7. Nacht ist. Huch, oh Gott, was ist hier für eine Kante? Ah, schon besser. Ich konnte durch die Matrix gucken. Ich habe den Riss im Raumzeitgefüge geschlossen. Mit meiner Steinschippe. Sammelwerkzeug, Schlaghammer, Knöpfe, Vorschlaghammer, Speere, Ofen, Schaufeln. Oh Gott, was ist das? Musik. Oh, da ist ein Flugzeug. Du stürzt doch jetzt ab, oder? Ich weiß nicht. Du stürzt bestimmt ab. Da kommen einige Zombies auf uns zugelaufen. Wo? Oh. Die kommen von der Garage hinten. Oh, dann gehst rein, okay. Ich weiß nicht, ob die uns schon gerochen haben. Oh ne, die sind durchgebrochen. Und die macht unsere Wand kaputt, die Hauswand. Oh nee, die würde zwar ewig dafür brauchen, aber wir sollten sie davon abhalten. Okay. Oh, das warst du, der da vom Dach gefallen ist. Das zweite Mal, dass du mich erschreckt. Die vierte hin, die ist durch. Die hat das kaputt gemacht. Oh, super. Jetzt einfach kaputt gemacht, ey. Ja. Okay, ich baue. Ich hab noch Holz. Wie kann man dann einfach Wände? Müssen wir jetzt alle Wände erneuern oder was? Nein. Die so kaputt sind? Nein, würde ich nicht. Aber müssen wir nicht. Aber was ist, wenn die Zombies da reinkommen wollen? Also hier mache ich jetzt wieder die Lücke zu. Ja, ich hoffe, dass die bis dahin gar nicht so weit kommen. Nee, war natürlich nicht an einem Burgraum. Guck direkt hier neben dran. Ja, clevere Zombie. Ja, wie gesagt, zweite, vielleicht dann noch eine dritte Reihe von den Dingern. Und den Graben erstmal durchziehen jetzt. Ich glaube, der Graben wird es auch schon gut bringen. Ich hoffe. Oh, wo ist ein Zombie? Oh. Vielleicht können wir sogar diese Stachel in den Graben dann noch reinmachen. Das wäre nett. Weil es könnte halt sein, dass die in den Graben reinfallen und dann anfangen halt in unsere Richtung zu buddeln. Die können sich so durchbuddeln. Ja, kann ich mir vorstellen. So wie die es mit den Wänden machen, können die bestimmt auch den Boden Schaden machen. Boah, das ist ja krass. Auf einmal stehen die dann in unserem Keller. Was ist das? Oh, nicht weit von hier. Komm mal mit zu diesem gelben Ding, was uns angezeigt wird. 400 paar Meter. Da ist irgendwas gelandet. Was? Das ist bestimmt vom Airdrop. Flugzeug. Vom Flugzeug. Airdrop. Kannst mal eine gute Schaufel dabei sein. Ja, das wäre natürlich nice. Aufmachen. Nee, mach du. Da ist ein Zombie gerade vom Baum gefallen. Ja, echt? Ja. Wie weit bist du? Schon weit. Kommen wir uns langsam entgegen hier? Ja, aber du denkst, du musst ja noch die dritte Reihe machen, ne? Ja, und die zweite. Mach momentan nur die erste. Hallo, I can see you. Ja. Komm mal uns da. Du bist sogar noch ein Stück vorne. Dann müsste ich sowas da hinmachen. Wir müssen uns überlegen, wie wir dann rauskommen. So in der Ecke am besten, oder? Ja, also es klappt schon, dass wir rausspringen. Okay. Das soll jetzt immer mal ablaufen, ob das alles stimmt. Okay. Jeder in die andere Richtung. Cool, oh, da ging es ein bisschen tief runter hier. Oh, hier ist noch nicht verbunden, sehe ich gerade.
So. Wir haben es. Pünktlich zum Aufgang des fünften Tages haben wir den Burggraben fertiggestellt. Einmal ganz rund ums Häuschen rum. Auf einer Tiefe von 3. Ab und zu auch auf der Tiefe von 4, was wir sehen. Hoffen wir, dass es die Zombies abhalten kann. So. Oh fuck, da ist ein Hund! Hä? Von wegen abhalten. Wie kann das sein? Der ist doch da drinnen gespawnt. Möglich. So, dann kümmere ich mich jetzt drum, dass wir noch ein paar Reihen von diesen Abwehrspeeren haben hier. Ich mag unseren Graben. Ist cool, so eine Selbstschussanlage. So hier so auf dem Podest. Oh ja. Ja, gleich fertig. Dann haben wir es tatsächlich nochmal geschafft, das nochmal zu umrunden. Ja. Wie oft wir es jetzt umrundet haben, ey. Zweimal mit Stacheldingern, einmal dieser Graben, ey. Und jetzt noch diese Maschenzaun, Stachelzaun. Stell mir vor, alle gehen jetzt hier lang dann. Und hüpfen hier drüber, alle Zombies. Dann könnten wir sie wenigstens hier am Engpass. Ich glaube nicht, dass die das machen. Was wäre super lustig, weißt du, wir geben uns die übelste Mühe 3 Tage lang durchgeschuftet und sie klettern einfach über unsere Brücke drüber. Bestimmt nicht. Wir können ja in der Nacht auch nochmal hier einfach in der Nacht das verkleinern. Ja geil, wir haben echt was geschafft hier. Eine richtige Festung haben wir gemacht. Mit Garten. Wir haben da echt viel Freiraum. Und alles ist mehrfach abgesichert hier. Verschiedene Reihen. Ich glaube trotzdem, wie der Hund da vorne reingekommen ist.